Hallo Römerlieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt, beziehungsweise einem neuen alten Projekt. Ich hatte Skyblog ja schon einmal mit Flo aufgenommen. Aber ja, wir dachten uns so, ich war nicht so toll, nicht so viel gemacht. Wir haben nicht alles komplett gemacht an Regeln, die wir machen mussten. Die sollte ich vielleicht auch mal öffnen. Und ja, warte Flo, du kannst dich gleich zeigen. Obwohl, nein, man sieht dich nicht. Noch nicht. Warte. Ja, mit Flo auf jeden Fall. Er kann sich schon mal vorstellen. Hallo Leute, ich bin, wie der Maxi mich schon genannt hat, Flo. Mein richtiger Name, Florian. Wow, Flo, oh. Florian, wow. Mhm. Ja, mit Flo, da ist er. Der kleine Fritz. Ich komme mal zu dir, hallo. Hallo. Okay, ja, Minecraft Skyblock einfach, weil wir wieder Lust drauf hatten. Und ich würde sagen, diesmal versuchen wir alles zu bauen, also alle Challenges zu meistern. Und dann fangen wir auch mal an. Und übrigens, genau, da unter dem Sand ist Glas und ich habe die Map nochmal neu bauen müssen. Beziehungsweise noch einmal hinzufügen, noch einmal hier kopieren müssen. Das habe ich selber gebaut, nochmal hin. Und deswegen ist unterm Sand Glas, damit es nicht runterfällt. Und ja, der Symmetrie halber, warum ist mein Sound so leise? Warum ist mein Minecraft-Sound nicht da? Moment. Ist er jetzt da? Leise aber da. Ja, okay. Er ist da. Nice. Ja, Flo. Jo. Okay, ich brauche einen Zeppling. Ich brauche unbedingt einen Zeppling. Einfach mal abbauen und hoffen, dass hier einer rauskommt. Aha. Wir spielen übrigens auf der 1.8, nicht auf der 1.9 oder ich glaube 1.10 ist sogar auch schon draußen, ne? Ja. Ich bekomme keinen Zeppling. Shit. Egal. Würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Workbench. Habe ich schon. Ich krieg so die ganzen Achievements, ey. Zack. Gott, wie baut man nochmal die Cobblestone-Maschine? Warte. Das hast du genau das gleiche hast du beim letzten Let's Play auch gesagt. warte. Oh, Sapling. Nice. Okay. Warte, ich muss kurz selber gucken. Das war, glaube ich. Moment. Warte mal, ich muss den mal kurz ein weiter nach da verpflanzen. Es war, glaube ich, wir mussten hier, glaube ich, den Eisblock planten. Damit der gleich ein weiter runter. Warte mal. Genau, es muss. Ich glaube, da muss der Eisblock hin. Damit das Wasser hier ein runterfließt. Also, da die Lava hin. Hier Eisblock, hier ein weiter runter, damit das Wasser runterfließt. Und hier, glaube ich, Lava hin. Genau. Ja. Und dann kommt die Cobblestone. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal ein bisschen Cobblestone. Woo! Yeah, Cobblestone Farm, es macht so viel Spaß. Ach man, das ist immer das Behinderte beim, ja, Cobblestone Farm. Cobblestone Farm ist immer richtig nervig. Ja. Aber, ich kann schon mal, Moment, ich will den Grasblock nicht verlieren, warte mal. Mach ich das mal so? Mache ich das einmal eben. Das Wasser soll einmal bitte noch mit runterfließen hier. Shit. Ach, ich habe einen Eimer. Zack. Moment. Ich will einmal kurz das Wasser hier runterfließen lassen. Danke. Damit ich hier drunter einen Block blenden kann. Gesundheit. Danke. Ja. Heia. Genau, Flo, wir müssen immer schon darauf achten, dass das, dass auch ein Grasblock ganz unten gewachsen ist. Oder wächst. Ich kann mich mal kurz, ach nee, warte mal. Wo ist der? Da ist der. Zack. Nice. Dann baue ich schon mal hier außen rum ein wenig. Und wie mache ich das jetzt?
Aber die hoch. Zack. Ich mach das, glaube ich. Zack. Und hier den Grasblock hin, genau. Dann zack. Ich brauche mehr Cobblestone. Nice. Ich pack mal das, die Erde lieber rein. Und den Eimer nicht, dass ich runterfalle und ich das dann verliere. Wäre, glaube ich, nicht vom Vorteil, ne? Nee. Wäre, glaube ich... Ja, wäre doof. Okay. Gott. Nein! Mir ist ein Cobblestone reingefallen in die Lava. Übrigens, Flo, ich habe überlegt, wir machen das auch so, dass wir aus Stone Slabs bauen, komplett später. So, jetzt den Anfang erstmal noch nicht. Aber dann später so aus Cobblestone Slabs. Ja. Damit das, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen produktiver. So. Machen wir... Du hast ja mittlerweile, ich glaube, du hast schon gesehen, dass da unter deinem Grasblock, unter dem das Cobblestone-Dings spawnt, ist ein Bedrock, so. Bedrock. Hast du, glaube ich, schon mitbekommen, oder? Ja. Der ist bei mir auch da. Warning, Items. Achso, Ground Items, ja. Okay. Ich habe mir so überlegt. Das sieht ja knapp aus. Wollen wir das alles auf die Ebene des Bedrocks machen oder eine darunter bauen, sodass der Bedrock aus der Ebene hervorsticht, einen hoch? Wenn schon auf der gleichen Ebene, weil sonst haben wir so einen Scheiß zwei komische Teile, die da im Weg stehen. Ja, okay, gut. Ich hätte sonst gedacht, sonst könnte man da irgendwie, keine Ahnung, eine Cobblestone-Farm draufbauen oder so. Ja, stimmt, wiederum auch. Aber nee, dann machen wir das auf die Ebene. Mein Baum ist gewachsen, nice! Okay, ich hoffe, ich kriege hier wieder ein Sapling gleich raus. Mein Baum ist immer noch nicht gefällt. Ah, okay, Flo. Ja. Holzaxt können wir knicken. Weil das ist mit World Edit noch, ja. Damit setzen wir die Position. Bei World Edit. Ja. Deswegen Holzaxt, ja, nicht zu gebrauchen. Ich mach mir einfach eine Steinaxt. Zack. Okay. Habe ich die Sticks? Ja, habe ich. Gut. Wow, das war ein mickriger Baum. Oh, scheiße. Ich muss meine Insel weiter ausbreiten. Ich komme hier nicht mehr raus, verdammt. Nein, da ist ein Zeppelin runtergefallen. Nein. Nein, der liegt da. Ja, er liegt da. Er liegt da. Er liegt da. Ja. Okay. Ich habe wieder ein Zeppelin. Gut. Ich würde aber sagen, dass wir trotzdem eine kleinere Unterschicht noch machen. Vorher. Ja. Zumindest unter dem Gras. Damit wir, oder unter der Erde. Damit wir halt, wenn wir die Erde abbauen, nichts verlieren. Würde ich sagen. Ja, erstmal bin ich gerade dafür dran, mir keine kleine Steinplattform hier schon zu bauen, weil meinen Baum habe ich mir auch nicht komplett gefällt. Da kannst du ja eigentlich... schon machen. Ich habe noch einen Zeppling. Nice. Ja, ich baue hier auch schon gerade so ein bisschen zumindest. Also nicht viel, aber halt ein wenig. Okay, das kann ich schon mal abbauen. Den auch. Nice. Kann ich da schon mal weiter bauen. Ich sollte mir hier langsam mal eine Treppe bauen. Ich mache das mal aus Gras. Aus Dreck. Oh, Steinspitzhacke. Endlich. Warum kriegst du eigentlich noch die ganzen Achievements? Weil ich, glaube ich, Minecraft nicht mehr gespielt habe, seit wir... Nee, ist ja vom Server abhängig. Na, warum kriegst du die Achievements dann nicht? Weiß ich nicht. Ich habe allgemein Minecraft schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, also so normal. Ich habe halt immer nur so Jump League oder Bad Wars oder so gespielt. Deswegen... Das liegt, glaube ich, nicht nur am Server. Ich glaube, hätte ich jetzt im Singleplayer angefangen, wäre das auch so gekommen. Also seit ich meinen Rechner zurückgesetzt habe auf Windows 7 wieder, Flo, hatte ich Minecraft nicht einmal normal gespielt.
Ah, du hast auch wieder Windows 7? Ja, schon länger wieder. Ich Ich hatte auch. so null Bock mehr auf Windows 8. Auf Windows Windows 10. 10. Flo, ich würde sagen, das hier ist eine gute Größe, wo ich jetzt hier am Rand baue. Das ist so zwei Blöcke von der Hauptinsel so immer entfernt, würde ich sagen, okay? Jo. Sodass wir so eine größere Plattform erstmal haben. Ah, okay, ich hab, Flo, Ja. ich hab hier einen Grasblock, hier unten. Einen. Wie du siehst. Ja. Also hier. Das ist schon mal super. Den dürfen wir nicht abbauen. Dann würde ich sagen, verpflanze ich meine. Nein, ich brauche erstmal ein bisschen Cobblestone. Dann verpflanze ich meine Dings gleich nach unten. Meine Cobblestone Farm. Ich hab so, ich weiß nicht, ich bin mega motiviert, Skyblock zu zocken. Ich weiß nicht warum. Ich hab mega Bock drauf. Einfach so. Weiß ich nicht. Nietzsche hatte vorhin auch schon gefragt, ob er mitzocken kann. Weil. Ja, aber dann habe ich gesagt, nee. Also später, wenn wir hier ein bisschen weiter ausgebaut haben, habe ich gesagt, können wir gerne mal Leute einladen oder so, die mitzocken, ne? Ja. Aber weil wir jetzt halt am Start nur zwei Inseln hatten, dachte ich mir so, nee. Machen wir mal erstmal nicht. So. Ah, so langsam wird das hier unten bei mir mit meiner Plattform. Dann versuche ich gleich mal eine etwas andere Cobblestone-Farm zu bauen. Ich glaube, das ist möglich. Irgendwie. Wie war denn das? Ich brauche mal einen Eimer kurz mal. Eimer. Wasser nehmen. Es war, glaube ich, ein paar Blöcke auf jeden Fall hoch. Da packe ich dann das Wasser rauf. Zack. Moment. Ich mach mal eben den Block weg, den Block weg, den Block weg und den. Ups. Zack. Wasser rauf. Nee, 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 nee. Das muss, glaube ich, sogar so, so, so und so, sodass das Wasser so runterfließt. Okay, ich brauche mal kurz mehr Cobblestone. Lassen wir so. Bevor ich das mache, brauche ich eine größere Plattform. Lalala. Und sonst so. Alles fresh. Ja. So langweilig beim Cobblestone Farm. Man kann einfach, man hat einfach nicht zu reden. Wir sollten uns Themen raussuchen, bevor wir das nächste Mal Cobblestone Farm floppen. Ich hätte gefragt, wie findest du das Spiel Blade in Zoo, weil das hast du noch nicht, bisher noch nicht gar nicht mal gespielt. Nee, hab ich nicht. Oh verdammt, wir brauchen dringend Essen. Shit. Okay, also ich zumindest. Wow, wie tief hast du schon gebaut? Tief. Ich hatte eigentlich auf diese Höhe gedacht, auf der ich bin gerade. Ja, ich wollte aber so eine Sicherheitsplattform bauen, wo ich dann das die Erde locker abbauen kann. Ja, ich dachte mir nur, also ich finde, das reicht ein Block unter. Wie du bei mir hier siehst gerade. Weil da brauchst du einfach einen Block drunter und dann passt alles. So, ich pack die Lava. Moment, ich pack das Wasser mal eben hier hin. Falls man runterfällt, kann man sich noch retten mit dem Wasser. Pack ich mal das alles vorsichtshalber weg. Autosaving complete. Nice. Ich baue mir mal kurz, eine Schaufel. Zack. Zack. So, dann kann ich nämlich erstmal die Erde abtragen. Alle außer den Block da, ne? Genau. Und den da oben, denn da ist mein Baum drauf. Oh, okay. Ja, hier brauche ich dann gleich noch Cobblestone, genau. Das kann ich abtragen.
baue ich erstmal die ganze komplette obere Ebene ab. Hast du mal kurz ein bisschen Cobblestone? Also kann ich mir bei dir kurz was farmen? Ich habe 10 Stück hier in der Truhe gerade reingelegt. Oh lol. Ist ja ganz schön tief hier. Okay, danke, Flo. Oh Gott. Ho, das war close. Ich muss nämlich hier dann noch ein bisschen unterbauen. So. Hier drunter dürfte ich safe sein. Naja, genau. Und hier auch. Erstmal die obere Ebene abtragen. So. Da ist noch ein Block, genau. So. Dann kann ich die zweite Ebene auf jeden Fall abtragen. So, ich weiß nicht, ob ich hier drunter schon gebaut habe. Ja, habe ich. Hier auch. Ja, hier auch. Da drunter noch nicht. Das heißt, das muss ich bauen. Da drunter auch. Ups. Zack, zack. Hier habe ich nicht gebaut, hier auch nicht. Aber Dreck bekommen, nice, okay. Super. Okay. Hier drunter habe ich... Ah, da nicht, okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal 64 Erde. Ich schmeiß die mal kurz in meinen Dings. Mann, da kommt hier echt viel Erde. Ich habe gar nicht mal so erwartet, so viel zu bekommen. Ich snack mir mal kurz das alles. Brauchen wir ja erstmal nicht. Mein Baum steht da oben so ganz alleine. Flo, guck das mal an. So richtig behindert. Okay, bekommen. Nice, okay. Ich habe all meinen Dreck bekommen, Flo. Nice. Wollen wir dann... ich habe hier auf jeden Fall einen Grasblock. Also so ist es nicht. Der gefällt mir hier aber nicht. Ich will den mal kurz da hinten in der Ecke haben. Da mache ich das nämlich so. So, dann baue ich kurz... Dann kann ich aus Dreck hier auch einmal schnell... die Cobblestone-Farm bauen. Wie viele Blöcke sind mal die Sandinsel da hinten weg? Ich glaube, ich habe die 30 gemacht. 30, glaube ich, habe ich die entfernt. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. Okay, dann bis gleich. Gehst du schnell rüber? Ja, ich habe 47 Cobblestone. Okay. Ich würde auch sagen, wir könnten ja jetzt schon eine unendliche Wasserquelle machen. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir auch in der Hölle waren, weil sonst ist das ein bisschen unfair. Weil da kriegen wir den zweiten Eisblock, beziehungsweise ich glaube Wassereimer sogar. Nee, Eisblock. Eisblock dürfen wir bekommen. Sonst wäre das halt ein bisschen ziemlich unfair, wenn wir das jetzt schon machen würden. Okay, also die Insel ist schon ziemlich weit, Flo. Finde ich. Also recht gut vorangekommen sind wir. Bisher. Ja. Ich weiß nicht, wir nehmen am Stück auf, oder? Ja. Nicht so immer, haut rein, Leute, und dann nehmen wir gleich den nächsten Part auf. Sondern einfach gleich durch. Ja, gut. Finde ich nämlich, ich weiß nicht, ist angenehmer aufzunehmen. Auch besser irgendwie zu schneiden oder so. Je nachdem. Eigentlich können wir sogar schon einen Punkt von der Liste streichen. Und zwar ist das der, Cobblestone Generator eigentlich. Ach genau, Cobblestone Generator und die Insel erweitern. Ja. Könnten wir eigentlich machen. Okay, ich brauche eine neue Spitzhacke. Ist mein Baum gewachsen? Mein Baum ist gewachsen! Nice! Dann fäll ich mir den mal eben. Kann ich den Block hier unten, den Dreckblock, auch noch abtragen gleich? Okay. Oh Gott. Über der Lava. Nice. Ach ja, ich habe keine Spitzhacke mehr. Würde ich sagen, wir haben ja einen Sapling hier hinten drin. Plant ich mal da.
Da kann ja Gras drüber wachsen, so. Lass mal Gras über die Sache wachsen. Ich wollte Sticks holen, genau. Salz kann ich reinpacken, Erde auch. Neue Spitzhacke.